In Tokio begrüße ich jetzt unsere Korrespondentin Aviva Fried. Guten Abend, Aviva, und gleich die erste Frage. Offenbar wird die Situation im Kraftwerk Fukushima immer dramatischer. Wie ist die Lage zur Stunde? Ja, man hat wirklich das Gefühl, als würde der Betreiber in Fukushima wirklich alles Mögliche versuchen, ohne genau zu wissen, was überhaupt noch funktionieren kann. Die Hubschrauber, die eingesetzt wurden, konnten die Reaktoren 3 und 4 nicht kühlen, weil einfach die Radioaktivität zu hoch war. Auch die Wasserwerfer, die eingesetzt werden sollen von außen, scheinen nicht wirklich zu funktionieren. Also die Betreiber scheinen auch nicht mehr zu wissen, was sie da jetzt tun. Man hat wirklich das Gefühl, als würde man blind versuchen vorzugehen und niemand mehr weiß, was passieren wird. Womit ist zu rechnen, wenn eine radioaktive Wolke Tokio erreichen sollte? Ist es denn überhaupt vorstellbar, dass diese gigantische Stadt evakuiert wird? Nein, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Es leben mehr als 20 Millionen Menschen im Großraum Tokio. Es gibt nicht genügend Züge, es gibt nicht genügend Flugzeuge. Auch über die Straße wäre das nicht möglich. Das, was vorstellbar ist, dass die Behörden im Fall eines Super-GAUs Jodtabletten verteilen an die Bevölkerung und dass sie den Leuten sagen, dass sie sich zu Hause bei sich einschließen, ihre Fenster und Türen geschlossen halten und die Klimaanlagen ausschalten. Das ist das Einzige, was vorstellbar ist. Eine Evakuierung ist kaum möglich. Sind die Menschen in Tokio immer noch vergleichsweise ruhig und gefasst oder spüren Sie in Ihrer Umgebung schon so etwas wie wachsende Nervosität? Die Menschen sind noch immer ruhig, aber in der Stadt herrscht schon eine sehr seltsame Atmosphäre. Sie ist nicht so dynamisch wie sonst, die Menschen bleiben zu Hause. Man hat das Gefühl, als würden die Leute einfach abwarten. Nach all den Hiobsbotschaften, die sie erhalten haben, nach dem Erdbeben, den zahlreichen Nachbeben, jetzt gerade hat es erst vor ein paar Stunden wieder ein sehr starkes Nachbeben gegeben. Die Leute sind wirklich am Ende ihrer Geduld. Sie erwarten wirklich das Schlimmste. Die Hilfsorganisationen müssen sich jetzt in erster Linie um die rund 500.000 Menschen kümmern, die nach dem Tsunami in Notunterkünften leben. Was wird denn aus denen? Das weiß man im Moment noch nicht. Was man weiß, ist, dass es wirklich an allem mangelt. Es gibt nicht genügend Trinkwasser, nicht genügend Lebensmittel und Decken. Die Menschen haben das Gefühl, dass die Regierung nicht genug für sie tut. Und sie haben langsam keine Geduld mehr. Aviva Fried, herzlichen Dank für diese Einschätzung und alles Gute für Sie und Ihr Team. Dankeschön.